Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, werte Freunde. Wir befinden uns hier im Hafenviertel endlich und haben ein bisschen was vor uns. Wir haben uns auch schon weitgehend vorbereitet für den nächsten anstehenden Kampf womöglich. Und wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ich habe jetzt ein kleines Päuschen gemacht. Ich muss erstmal wieder reinkommen, was überhaupt Sache war. Los geht's. Ich hoffe, das bringt was. Habt ihr keinen Bock? Heute nicht? Na komm. Für mich. Danke. Sagt, was ihr von mir wollt. Ach ja, genau. Wie könnt ihr es wagen, bei meinen Studien zu stören? Wir müssen ja, ne? Ist nicht so. Ist jetzt nicht gerade die feinste Quest, die wir hier erfüllen. Aber wir müssen das ja für die Schattengilde letztendlich tun. Vertrauen von dem erlangen und gucken, was weiter passiert. Deswegen, wir müssen dich töten. Tut mir leid. So, mal gucken, was nochmal abging. Ich habe mich ja. Oh nein, kommt das Feuerelementar nicht mit? Moment, wenn das Feuerelementar nicht mitkommt, dann gehe ich wieder runter. Tschüss! So, und jetzt sollen die kommen. Das ist ja blöd. Das ist schon Moment, ich habe die nicht ausgewählt. So, jetzt vielleicht. Brauchen die vielleicht einen kurzen Moment länger? Nein, die kommen halt wirklich nicht. Oh, bitte kommt ihr zu mir. Ja, er kommt! Er ist so blöd und kommt. Jetzt ist er sogar noch für einen kurzen Moment alleine, weil der hatte doch, na gut, mal schauen, was er hat. Okay, Stopp. Ja? Fällt auch gerade ein Kommentar ein. Furchtbar. Danke nochmal. Gleich mal hier in die Menge hauen. Und der Rest kloppt einfach mal drauf und mal schauen, wie es funktioniert. Magiebannen vielleicht noch. Bitteschön. Und los geht's. So, okay. Bis jetzt tut sich hier noch nicht viel. What the? Ich will diesen Feuerzauber. Ich komme halt überhaupt nicht durch sein dummes Schild, ne? Und jetzt sind wir einfach mal fast tot. Lebt die Waldnymphe noch? Nee, ne? Haben wir noch Heilung? Gruppenheilung? Auch nicht. Wir haben schon länger nicht mehr gepennt, hä? Oh, wir haben schon länger nicht mehr gepennt. Ja, shit! Tränke verteilen und hoffen, dass wir irgendwann mal treffen. Der kann doch jetzt nicht unendlich hier sein Master-Schild haben hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich hier die Tränke auch noch verteilen. Oh. Wir haben gar nicht mehr so viel von den Tränken. Ich glaube, ich muss mal bald nachkaufen. Falls ich welche finde. So, jetzt jeder mal schlürfen, bitte. Dem ich was gegeben habe. Einmal durchtrinken. Und dann haltet ihn mal auf, ey. Das gibt's ja wohl nicht. So. Was können wir noch machen? Wir müssen doch irgendwie, können wir ihn verstummen lassen oder sowas, oder? Es ist ja mal ein Mensch ausnahmsweise. Schutz vor Bösen. Das hilft mir hier nicht. Farbkugel. Magische Geschosse. Dieser Kältekegel. Furchtbaren habe ich gemacht. Spinnenbrut. Hätte ich vor dem Kampf machen sollen. Das Wort, der macht Schlaf, aber garantiert hat er Resistenzen dagegen. Ich probiere es trotzdem. Also das wäre zu einfach. Ja. So, hier, was könnten wir hier noch machen? Insekten. Warum eigentlich nicht? Vielleicht kommen die ja durch das Schutzschild. Kann ja nicht sein, dass der alles ablockt. Gut, also hier können wir mal auf Nahkampfwaffe wechseln. Nahkampf, Nahkampf. Wir müssen doch irgendwie durchkommen. Jetzt haut den zu Brei, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, und jetzt haut er auch noch ab. Oh, ich zittere. Hopp, zeig dich. Ich muss bald raus. Da ist er. Und er zaubert wieder. Kommt schon, Leute. Die kommen nicht durch. Die kommen nicht durch das Schild. Doch, jetzt! Es ist was durchgebrochen. Yay! Aber jetzt kommt gleich ein heftiger Zauber und wird mich wahrscheinlich töten. Ich bin bereit. Komm, wir zaubern auch noch. Wir zaubern, was geht. Insekten. Ah, das ging nicht, weil er abgehauen ist, ne? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Du haust mal mit deinem Luftstecken auch drauf. Vielleicht hilft's ja. Und machst so ein magisches Geschoss. Alles, was wir können. Los. Jawohl, jetzt treffen wir. Jetzt treffen wir. Schnell, schnell, schnell. Der macht irgendwas Doofes. Das wird ihm doch jetzt nicht... Oh mein Gott, was macht denn der? Steinhaut? Okay. Da wird's wieder schwieriger sein. Beschwörung beendet. Schade. Aber okay. Er hat noch zwei Balken. Kommt, Leute. Oh
Oh mein Gott, jetzt treffen sie wieder nix. Das gefällt mir nicht. Komm schon. Muss doch irgendwas gehen hier. Die zaubern halt auch nicht, ne? Die Zauber kommen auch nicht durch. Wahrscheinlich, weil er das Schild hat, machen die das nicht. Warte mal, was steht denn hier? Zauber nicht ausgeführt. Unsichtbare Geschöpfe und Wesen unter der Wirkung des Zaubers Heiligtum können nicht direkt als Ziel eines Zaubers gewählt werden. Deswegen. Das geht grundsätzlich nicht. Aber egal, die Waffen kommen jetzt doch durch. Er hat nur noch einen Balken. Haut ihn zu Brei. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Boah. Der war nicht ohne. Aber wir leben noch. Alles gut. So. Was hat denn der da Schönes gehabt? Ein Kampfstab plus 2. Schade, das sah irgendwie, das sieht irgendwie so edel aus. Und dann ist es nur ein Kampfstab plus 2, aber okay. So, und das hier sollte bekannt sein, ne? Schützer RK7, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kampfstab plus 2, also das ist eigentlich langweilig, wenn sonst nichts drauf ist, das kann auch weg. Ja, und ansonsten hat er noch diesen schönen Zirkon. Mhm. Freundlicher Kristall. Gut, das gebe ich mal hier rüber. Ah, die Gruppe darf gleich pennen. Es dauert nicht mehr lange, Leute. Oh, was macht denn hier eine Schriftrolle? Was soll ich denn damit? Und damit? Ich will doch nur meine Questgegenstände. So. Okay. Ich warte. Wir leben noch. Und jetzt checken wir natürlich noch das obere Zimmer. Komm, der Rede wert. Da könnten natürlich Fallen sein. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ich kann auch auf einer Nachtspitze. Aha, sogar am Tisch eine platziert. Da bin ich ja mal gespannt, was der noch so zu verbergen hat. Ja, das kleine Ding. Okay. Weg damit. So, noch mehr. Okay, das war's anscheinend. Ja. Dann ist jetzt meine Zeit gekommen. Ich hoffe, das bringt was. Der Zauber sieht mir unbekannt aus. Bin mal gespannt. Und noch ein Stab. So, hatten wir hier noch etwas? Nope, das war's. Okay, Ari, du checkst das mal, aber der Stab ist langweilig. Ich glaube, den haben wir ja schon zuhauf. Muss ihn trotzdem identifizieren, okay. Ja, Stab des Feuers, wer hätte es gedacht. Haben wir ja, ne, kann ich mich mit tot schmeißen. Der scheint doch altbekannt zu sein, die Ablenkung, okay. Dann pack sie in deine Taschen. Nun gut. Dann war's das hier. Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Und wir gehen zu unserem Typen, der sich darüber freuen wird. Hoffentlich haben wir jetzt nicht allgemein die verhüllten Magier verärgert, aber im Grunde hat ja keiner mitbekommen, wer das war, ne? Letztendlich waren es halt die Diebe, beziehungsweise diese anderen Mavar-Gilde, genau. Und da gehen wir jetzt zurück. Ich bin dabei. Wartet mal, wollte ich nicht den Seiteneingang nehmen, weil der schneller geht? Ja, ne? Dann tun wir das nach Möglichkeit. Ja, Freunde, es ist momentan so, dass ich wochenends nicht so oft dazu komme, was aufzunehmen. Was schade ist natürlich, weil Baldur's Gate ein Wochenendprojekt ist. Ich zähle hier gerade nur 5 übrigens. WTF. Da fehlt... Wer fehlt denn da? Hexard. Hm. Chill halt mal noch im Haus rum, alles klar. Ja, aber wie ihr seht, ich werde es dann halt unter der Woche irgendwie nachholen. Und ja, ich denke, das wird sich auch wieder geben. Bei Wochenends, entweder habe ich nicht so wirklich die Motivation, was aufzunehmen. Oder ich habe halt vermehrt auch momentan Streams am Wochenende. Deswegen, ich gucke aber immer, ne, dass wir dann trotzdem die Parts dann noch bringen. Aber nimm es mir nicht übel, wenn am Wochenende nichts kommt, bitte. So, aber ihr seid das ja eh schon teilweise gewohnt. Ich wollte es halt nur mal nochmal erwähnen. Der ganze Upload-Plan und so, das ist halt mehr so ein Richtplan, ne? Also so eine Richtlinie, die man anstrebt, aber die nicht unbedingt funktionieren muss. Aber ich gebe mir Mühe. So. Ich hoffe, das war der richtige Eingang. Ich weiß jetzt nicht, ob es der oder der war. Aber du bist der Mann, mit dem ich reden will, der Edwin, ne? Ich glaube, das war er. Okay. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ah, meine Schergen kehren zurück. Und das nicht zu früh. Und? Habt ihr euch des Narren mit der Kapuze entledigt?
Ja, er guckt sich die Radieschen von unten an, Edwin. Gut gemacht. Eine Unannehmlichkeit, die erledigt werden musste. Ich habe jetzt einen anderen Auftrag für euch, ohne jeglichen Blutvergießens. Oh, das ist gut. Und 20.000 nehme ich auch gerne. Bei diesem Auftrag geht es um die Wiederbeschaffung einiger äußerst wichtiger Dokumente. Ihr müsst dabei so diskret wie möglich vorgehen, als ob diese klumpfüßigen Narren dazu in der Lage wären. Okay. Um was für Dokumente handelt es sich? Warum so geheimnisvoll? Der Inhalt dieser Dokumente geht euch nichts an. Stellt keine Fragen, deren Antworten ihr nicht zu erfahren braucht. Na toll. Aber gut, wir müssen niemanden umbringen. Sneaking-Mission ist akzeptiert. Das ist in Ordnung, ich mache mich dann auf den Weg. Die Dokumente sind bei einem Händler namens Markus. Meistens trifft man ihn im Seeschatz. Taschendiebstahl. Oder bei einem Händler namens Markus im Seeschatz. Okay, gucken wir mal. Besorgt die Dokumente, egal wie. Ihr solltet es mit Hinterlist versuchen, aber derart subtile Methoden gehen über den Horizont dieser Affen, da bin ich mir sicher. Ach, ist er freundlich. Okay, habt's gehört. Ja? Ich finde das aber cool, dass wir jetzt hier so Quest on Quest machen. Da hat man wirklich auch so ein Fortschrittsgefühl. Wir waren ja gefühlt die letzten 30 Parts nur am Erkunden fast. Am Erkunden der Stadt, aber das war natürlich auch nötig, so groß wie die ist. Bist du jemand Xar gehört zu diesem Quest hier. Den lasse ich jetzt einfach mal im Regen stehen, der muss noch warten. So. Wir machen jetzt erstmal das fertig. Wie seid denn ihr jetzt wieder geschlappt? Immer diese extra Wege. So, gibt es hier jemanden namens Markus? Wahrscheinlich unten. Ich kümmere mich drum. Markus. Okay, da ist er. Ist schon geschehen. Oh, Taschendiebstahl bei der Menge. Ich hab's noch nicht so hoch geskillt, ne? Aber ich hab's schon einigermaßen geskillt. Ich zähle mich zu den intelligenteren. Ich werde erstmal mit ihm reden. Eine besondere Ausbeulung genossen habe. Hey, Kollege! Okay, direkt drauf ansprechen, ich weiß ja nicht. Hört auf, mich zu belästigen. Ich habe wichtige Geschäfte zu führen. Ich werde euch allein lassen. Wir probieren's, Leute. Wir probieren's. Ich mache einen Freak-Safe davor. Und wenn es nicht klappt, können wir immer noch anders probieren. Ich bin dabei. So, ich stelle mich mal hier hin. Ich hoffe, andere sehen das nicht. Taschendiebstahl. Das erste Mal, dass ich das mache. Wie? Ich möchte noch mal kurz meine Fähigkeit dahingehend anschauen, auf wie viele wir das haben. Steht das nicht hier? Trefferwürfe? Nee. Wo haben wir denn den Spaß? Rettung, Gifttod, Langschwert. Hier. Maximum ist 250 und wir haben Taschendiebstahl gerade mal auf 135. Ist nicht so viel. Aber ist besser wie bei den anderen, oder? 135, wer bietet mehr? 25 und 20. Ja, also wenn, dann schaffe ich das. Los geht's. Ich warte. Taschendiebstahl. Illusion. Nee, Fingerfertigkeiten. Ich habe keine Lust, später mit. Sie werden gar nicht bemerkt, dass etwas fehlt. Taschendiebstahl erfolgreich. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Also ich glaube nicht, dass das geheime Dokument ist. Ich befürchte, ich muss nochmal stehlen. Wenn man das überhaupt stehlen kann. Ich probiere es aber. Die haben gemeint, man soll es mit Hinterlist machen. Also wie soll es sonst gehen? Nicht bemerken, dass etwas fehlt. Okay, hat schon wieder geklappt. Was habe ich jetzt? Oh, Edwins Dokumente. Nice. Hey, der Taschendiebstahl macht Spaß. Ich wusste ja gar nicht. Vielleicht ist es auch nur für die Quest vereinfacht. Ich wollte erst ab so einem Wert mit 200 wollte ich anfangen zu stehlen. Naja, ihr habt diese Dokumente auf Wunsch Edwins von einem Händler namens Markus beschafft. Edwin hat keinen Zweifel daran gelassen, dass euch der Inhalt der Dokumente nichts angeht. Und leider gucken wir uns das auch nicht näher an. Finde ich ein bisschen doof, aber okay. Wir gehen dann mal, würde ich sagen. Tschüss. Leute. Nicht mehr so antäuschen, auch machen. Okay, das geht ja ratzefatz hier. Jetzt dürfen wir bald hier beim Oberhaupt mitmischen. Unsere Waren
Gute Idee, dass Motivationsgründe hier ans Tageslicht bringen. Aber das ist schnell verdiente Erfahrungspunkte, ne? Und der Ruf ging bis jetzt auch noch nicht runter, trotz des Todes des verhüllten Magiers. Wahrscheinlich, weil wir später eh gegen die kämpfen müssen. So. Komm, der Rede wert. Und? Habt ihr die Dokumente, nach denen ich fragte? Diese Angelegenheit ist wichtiger als eure alltägliche, nichtssagende Korrespondenz. Ja, die Dokumente sind in Sicherheit gebracht worden. Hervorragende Arbeit, hervorragende Arbeit. Ihr seid ganz offensichtlich über das Vermächtnis eurer niedrigen Geburt hinausgewachsen und seid nun an die Spitze des Idiotentums vorgeprescht. Was? Das ist egal. Nun, ich habe mich mit Mervar beraten und wir haben beschlossen, euch einen letzten Auftrag als letzte Prüfung eurer Loyalität zu geben. Gebt zu ihm und lasst euch eure letzte Aufgabe geben. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt dürfen wir zum Big Boss. Was zu tun ist. Okay, speichern. Und jetzt aber die größte Herausforderung, das ist die eigentliche Prüfung, wieder den Typen finden. Ich finde nämlich dieses Haus ultra verwirrend. Okay, hoffe, wir gehen mal hier gucken. Und dann muss ich wieder die versteckte Treppe finden, wenn ich Pech habe. Wo bin ich denn jetzt? Ich sag, das Haus ist krank, ey. Das ist ein Labyrinth. Das bringt ja gar nichts hier. Komme ich hier noch weiter runter, oder? Wo renn ich denn jetzt rum? Ich bin einfach mal auf dem Dach. Aber Calvan, der Verrückte. Habe ich mit dem schon mal gesprochen? Ich glaube. Aber ist schon lange her. Ich rede nochmal mit ihm. Ach so, Moment, wie läufst du denn, um mit dem zu reden? Ich dachte, wir könnten da einfach so drüber. Aber okay. Ich wollte hier nur ein paar Blümchen pflücken, ehrlich. Okay, alles klar. Ja, ich denke, wir sind hier minimal falsch. Wo ist denn mein... Hilfe, ich hasse das. Wo ist denn mein Eingang? Ich kam doch von hier. Ah, da ist die Treppe. Ist so. Schon geschehen. Kommt, Leute. Ja, hopp auf. Was ist denn jetzt? Warum läuft der nicht? Habe ich Pause? Nee. Leute. Macht mich nicht kirre. Da ist die Treppe. Oh Gott, das ist so anstrengend. Ich muss bald rasten, mein Freund. Die haben keinen Bock da. Später müde zu sein, ihr kamt doch da durch. Höchste Konzentration erfordern. Ja, ich bin dabei. Wenn ihr rauskommt, müsst ihr doch auch reinkommen. Was ist denn los? Ist das die falsche Treppe, die ich hier habe? Die haben doch hier gestartet. Ich tue gleich laden. Geht jetzt? So, geht doch. Meine Güte, stellen die sich an. So. Gut, wenn es hier nicht war, dann gehen wir jetzt erst nochmal hier raus. Gute Idee, das mir zu übertragen. Oh. Kein Wunder, dass Edwin so abfällig über uns redet, wenn er das mit anschaut. Warte mal, das ist ja auch die Treppe. Ah. So, aber das ist noch nicht, Jetzt muss ich die versteckte Treppe finden, die ich immer suche. Was soll ich tun? Die war hier irgendwo, oder? Ich merke mir den Shit aber auch nie. Und jetzt blendet mich halt die Sonne auch wieder so halb. Und ich sehe es noch schlechter. Da komme ich wieder raus, ne? Ich hasse dieses Haus. Warte, war die Treppe hier? Ich hoffe, das bringt was. Ne, von da... Ne, die geht runter, die Treppe. Dann ist das... Ah, ne, die geht hoch. Stopp, stopp, stopp. Ist hier noch eine, die runterführt? Irgendwo hier in dem Zimmer. Ja, da. Diese Treppe, ey. Die macht mich kirre. Ne, Moment, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich noch eins runter. Ich sehe nix. Es ist zu duster. Ist hier die Treppe, die runterführt? Ist schon geschehen. Ist hier nicht die Treppe, die runterführt? Nee, anscheinend nicht. Okay. Wenn es denn sein muss. Oh Mann, ist das peinlich. Ey, ganz ehrlich. Jedes Mal den gleichen Scheiß hier. Allein deswegen will ich nicht in dieser Gilde beitreten. Das ist... Ich sehe es halt wirklich nicht, Leute. Bei euch ist es heller. Aber für mich... Gerade die Ecke, da sehe ich nichts. Das ist einfach schwarz. Und ich weiß nicht, ob da noch eine Treppe nach unten ist. Aber eigentlich müsste doch, oder? Wo war denn die jetzt, wo noch eins... Was? Ich wollte... Habe ich den aus der Szene angeklickt? Ach Gott, ich drehe noch durch, ey.
Also hier sehe ich es einigermaßen. Da führt eine Treppe aber nur hoch. Und nirgends runter. Da geht's raus. Da geht's nur hoch. Ich schneide es gleich raus, ne? Also ich muss gleich einen Cut machen. Das ist ja eine Peinlichkeit, nicht mehr zu übertreffen, langsam. Ich meine, dass hier noch eine Treppe war. Ich es nur sehen könnte. Das ist einfach ein Kack, dass ich es so nicht markieren kann, ne? Zum Kotzen. Naja, Leute, ich mache einen Cut. Das hat ja keinen Sinn. So. Das ist ja ein Debakel, bis gleich. Jo, Leute, ich habe jetzt tatsächlich in meinem eigenen Part nochmal nachgucken müssen für diese Kacktreppe, die gleich am Eingang ist. Und ich merke mir das einfach nicht. Und sie ist so unscheinbar und so dunkel und so dumm. Im Let's Play-Part ist es viel heller. Ich weiß nicht, warum das im Grundspiel, wenn ich es aufnehme, normalerweise ist es andersrum. Normalerweise auf YouTube immer alles dunkler. Und hier, keine Ahnung, ey. Ist schon geschehen. Also das ist echt peinlich. Ich hoffe, ich muss nie wieder in dieses Haus. Im nächsten Part habe ich es bestimmt wieder vergessen. So, jetzt aber. Was will der Boss von mir? Edwin hat mir erzählt, ihr wäret ein fähiger Mann. Ziemlich gut im Diebesgeschäft, aber etwas tollpatschig, wenn ihr kämpft. Genau, was ich suche. Hey, ich habe doch den einen ganz gut vermöbelt. Was soll denn das? Ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Erledigt das für mich und ihr seid in der Gilde etabliert, was immer ihr auch braucht. Aber glaubt nicht, dass es leicht wird. Es gibt einen... Es gibt einen Verräter unter uns. Ja, jemand, der unser Vertrauen, das wir ihm entgegengebracht haben, missbraucht hat. Er muss eine bleibende Strafe erfahren. Er heißt M'Bal. Und ihr müsst ihn umbringen. Er ist im Seeschatz, nordwestlich, im Gildenhaus anzutreffen. Bringt mir seinen Dolch als Zeichen dafür, dass ihr euren Auftrag erledigt habt. Das könnten wir aber auch theoretisch umgehen, indem wir nur den Dolch holen. Also das würde ich zumindest an... Ja, würde ich auf jeden Fall probieren. Okay. Was bekomme ich als Belohnung? Geringfügiger Diebstahl ist die eine Sache, aber hierbei handelt es sich um einen Mord. Nicht, dass wir das vorhin schon mal gemacht hätten, aber hey. Eure Belohnung? Es sollte eine Ehre sein, gefragt zu werden, wie auch immer. Da der Auftrag gefährlich ist, werde ich etwas für euch bereit behalten, wenn ihr zurückkommt. Okay. Das ist mehr als genug. Betrachtet den Kerl als tot. Gut, das ist eine Einstellung, die ich gerne sehe. Zeigt ihm, dass es heißt, was es heißt, ein Schattendieb zu sein, und ich habe hier eine Belohnung für euch, wenn ihr zurückkommt. Los jetzt. Es ist gut, dass dies die letzte dieser Aufgaben ist, die wir erfüllen müssen. Eine Kopfgeldjagd behagt mir wahrlich nicht. Lasst uns also diesen Dieb finden und die Tat möglichst rasch vollbringen. Ich will die gar nicht vollbringen. Jetzt wartet erstmal ab, Leute. Bevor ihr motzt. Oh. Wir werden jemanden jagen. Gibt es keine Möglichkeit, wie wir diesen Dolch bekommen können, ohne ihn zu verletzen? Ich fühle mich so schmutzig, wenn ich auf diese Art und Weise für Diebe arbeiten muss, John. Ja, das ist doch mein Plan. Sag mir, was tut. Ich bin dabei. Aber das müssen wir jetzt nicht direkt vor ihm ausblubbern, oder? Also. Aber ich frage mich gerade, wie war denn die Quest eigentlich nochmal, wenn ich dann sein Vertrauen habe? Was soll ich eigentlich nochmal beschaffen? Ich weiß nicht mal, was die Schattendiebe von mir wollten. Ich gehöre jetzt einfach hier schon dazu. Aber wie schon gesagt, ich werde den Dolch mir irgendwie krallen, ohne den Typ zu töten. Vielleicht kann ich ihm... Aber es könnte auch, weil es die letzte Prüfung ist, könnte auch eine Falle sein. So nach dem Motto, wenn ich jetzt ihn leben lasse, so nach dem Motto, gib mir den Dolch und gut ist. Und dann gehe ich zurück und dann kommt der Typ und sagt, nee, die haben die Prüfung nicht bestanden, die haben mich... Obwohl, das wäre doch Quatsch. Der bringt doch sein Leben nicht in Gefahr. Nee, das ist Quatsch, vergesst das. Das wäre eine seltsame Prüfung. Naja, mal abwarten. Okay, bin ich hier überhaupt richtig? M'Bal, ja, da steht er. Was, wenn ich ihm... der hat den Dolch in der Hand, dann kann ich ihm auch den Dolch nicht stehlen, ne? Ich werde einfach mal mit ihm reden. Vielleicht schaffen wir es über einen Dialog. Ihr seid hier, um mich zu töten, nicht wahr? Bitte sagt mir, dass das alles ein Missverständnis war. Was für ein Missverständnis? Wovon redet ihr? Ich wollte nicht. Ich hörte, wie Mavar
mit ein paar anderen Gildenmitgliedern über die Ermordung von Renald Blutskalb sprach. Ich habe vor Schreck aufgeschrien und Mavar hörte mich. Ich bin so gut wie tot, ich weiß das. Aber bitte tötet mich nicht. Ich war den Schattendieben immer treu ergeben. Ich wollte nie in so etwas verwickelt werden. Okay. Beweise. Kommt mit uns zu den Nahen und erzählt euch eure Geschichte. Hier, das nehmen wir. Ich habe nicht den Wunsch, euch zu töten, Embal. Gebt mir euren Dolch, damit ich mal was beweisen kann, dass die Tat vollbracht ist. Dann lasse ich euch fliehen. Das würdet ihr tun? Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich danke euch aus tiefstem Herzen. Hier ist mein Dolch. Ich werde sofort aus der Stadt fliehen. Danke noch einmal. Ich bin ja so froh, dass wir diesen armen Mann nicht töten mussten. Es ist ohnehin fürchterlich, was wir manchmal dazu gezwungen werden. Nun, ihr riskiert einiges, wenn ihr ihn bald so davonkommen lasst. Ich bezweifle allerdings, dass er hier bleiben wird, um irgendjemanden von eurer Großzügigkeit zu erzählen. Also sollten wir uns keine allzu großen Sorgen machen. Wir bringen am besten diesen Dolch zurück. Ich habe aber trotzdem ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt. Es braucht ihn jetzt nur einer, da auf den Straßen zu sehen, während er abhaut. Und dann fällt meine Fassade und alles war umsonst. Naja, mal schauen. Hoffentlich wird die Gutherzigkeit nicht bestraft. Embals Dolch wird mir wahr beweisen, dass ihr euch um das Problem Embal gekümmert habt. Jo, ist ein ganz normaler Dolch. Sieht nur ein bisschen schnieke aus. Gut. Ich warte. Bitte. Ich hoffe, hau ordentlich ab, mein Freund. Ich muss bald rasten, mein Freund. Enttäusche mich nicht. Ich habe keine Lust, später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten... So, ab wieder in das Haus des Wahnsinns. Diesmal können wir aber den Haupteingang nehmen. Ich kümmere mich. Und dann gleich links runter, ne? Okay. So, da bin ich wieder. Was soll ich tun? Du sollst nach unten gehen. Ha, diesmal hier. On the top. Ist schon geschehen. Okay, ich hoffe, das war keine Falle. Oder die haben... Bitte lass das gut laufen. Nach all den Prüfungen. Ich muss einfach nochmal speichern und los geht's. Der Verräter ist tot, hoffe ich. Ja, ihr habt seinen Dolch. Allem Anschein nach seid ihr nicht so nutzlos, wie ich befürchtet habe. Geht jetzt. Ich habe Dinge zu erledigen, die zu hoch für euch sind. Ich weiß nicht, oh, wenn ich das sagen würde, kriege ich Ärger. Ich habe den Mann getötet, wie ihr befohlen habt. Voller Spannung erwarte ich jetzt meine Belohnung. Ja. Um ehrlich zu sein, ich höre euch gar nicht zu. Embal war ein Dorn, der entfernt werden musste. Und jetzt kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ihr wart ein nützliches Werkzeug und das könntet ihr noch einmal sein. Bildet euch nicht ein, ihr wärt mehr als das. Ich könnte tausende von Dieben anheuern, die meinem Geheiß genauso folgen würden, wie ihr es tut. Geht jetzt, Gehilfe, und überlasst das Denken den Denkern. Redet mit Edwin, vielleicht hat er etwas für euch zu tun. Oh Mann, wird das jemals enden? Ich dachte, die letzte Prüfung... Wir müssen mal kurz nochmal gucken, was wir überhaupt von denen genau wollten. Das habe ich gar nicht mehr so 100% auf dem Schirm. Beweise, mehr war's Verrat. Aber das wissen wir doch eigentlich schon. Oh, den, wo ich ziehen gelassen habe. Ach, der hätte als Ding funktioniert. Moment. Vertraut mir, inzwischen hat es mich in seine Gilde aufgenommen. Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mich ein wenig nach Beweisen umzuschauen. Edwin könnte etwas wissen, wird es mir aber wohl nur verraten, wenn das auch seinen Interessen dienlich ist. Okay, also ich muss mit Edwin... Die Quest ist noch nicht verloren. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es abkürzen können, weil da war ja die Möglichkeit, dass er eventuell zu den anderen geht. Aber hätte das schon als... Hätte dieser Zeuge schon als Beweis gereicht? Ich weiß es nicht. Aber wir können noch Beweise finden... Und zwar durch Edwin. Okay, dann gehen wir jetzt zu ihm. Ja? Oh, ist doch schön hier. Ich bin dabei. Eine abtrünnigen Diebesgilde hier erstmal angeschlossen zu sein, aber wir wollen da natürlich raus. Wir wollen die eigentliche Schattendiebe, die eigentliche Diebesgilde wollen wir natürlich hier nicht enttäuschen. Und deswegen schauen wir mal. Gehen wir wieder zum Edwin.
Gute Idee, das mir zu übertragen. Also im Grunde ist es einfach. Links ist immer der Weg nach unten, rechts ist immer der Weg nach oben. Und ich behandle das Haus wie ein Labyrinth, aber na gut. So, da sind wir nun. Los geht's. Komm, der Rede wert. Nun, ihr habt die ungewöhnlich niedrigen Ansprüche, die ich an euch gestellt habe, übertroffen. Es ist euch gelungen, euch das Vertrauen Mewas zu sichern. Und ihr habt mir erneut eure Kompetenz bewiesen. Wenn auch mit Mühe. Nun, da ich von eurer Loyalität gegenüber unserer Sache überzeugt bin, scheint es der richtige Zeitpunkt zu sein, auf falsche Vorspiegelungen zu verzichten. Eure gespielte Naivität und ungehobenen Manieren sind schwer zu durchschauen, aber ein roter Magier sieht mehr als nur die äußere Erscheinung. Ihr habt ein Geheimnis, John McCloud. Ich weiß, warum ihr hier seid und Mavers Stiefel küsst, und es hat nichts mit Lohn und Brot oder anderen Gildenangelegenheiten zu tun. Oh, sollen wir es verraten? Er hat uns anscheinend durchschaut. Es jetzt abzustreiten, wäre vielleicht falsch. Gut, zur Not habe ich gespeichert davor. Probieren wir es einfach. Ich gebe zu, dass ich gekommen bin, um mal was auszuspionieren. Was genau wollt ihr von mir? Wie es der Zufall will, weiß ich, wo wir die belastenden Beweise finden, aus denen der Betrug von Mavar an Reinald Blutskalb hervorgeht. Deshalb seid ihr hier, nicht wahr? Ja, das dachte ich mir. Mavar hat die Nachtmesser umworben, um seine eigene Position zu stärken und Renal zu betrügen. Meisterhaft geplant, doch ich habe es durchschaut. Die Messer sind eine unbarmherzige Gilde von Räubern, Freibeutern und Wegelagerern, deren Hauptquartier sich in diesem elenden Drecksloch Westtor befindet. Offensichtlich wollen sie sich ausdehnen. Was in diesem elenden Drecksloch Westtor? Was ist denn Westtor? Ist das außerhalb der Stadt? Wahrscheinlich, ne? Maver ist sich völlig der schlimmen Folgen bewusst, sollten die Schattendiebe von seinem Plan erfahren. Es wäre katastrophal für seine Ambitionen und auch seiner Gesundheit nicht gerade zuträglich. Ihr findet den Beweis, den ihr sucht, in Mavers Quartier. Praktischerweise habe ich einen Schlüssel, der seine Kassette öffnet. Ich habe vor, bei dieser Sache auf der Gewinnerseite zu stehen. Ihr wandelt auf gefährlichem Pfaden, Zauberer. Nach all eurem Gerede seid ihr um nichts besser als ein opportunistischer Überläufer. Nicht, dass ich glaube, dass wir uns beschweren sollten oder so. Braucht ihr meine unvergleichlichen Fähigkeiten und mein Geschick, um in Mavers Räume einzubrechen? Wie ihr sehr wohl wisst, verfüge ich über hervorragende magische Talente. Oh nee, das will ich ohne dich machen, bitte. Ich werde die Dokumente beschaffen, aber euch brauche ich nicht. Wie ihr wollt, aber ich werde nicht warten, bis ihr Affen eure Arbeit erledigt habt. Ihr findet Mavers Büro im untersten Stockwerk. Und ich könnte einen Schlüssel besorgen, der euch dort weiterhelfen wird. Ich konnte einen Schlüssel besorgen. Okay, sehr gut. Ich weiß auch, ist das, diese Tür ist doch zu. Gab es noch eine Tür, die verschlossen ist? Am Abwarten, im unteren Stockwerk. Naja, okay. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich möchte meinen eigenen Lohn für diesen speziellen Verrat einsammeln. Wisst ihr, ihr seid nicht die Einzigen, die für einen Profit über Mavers Leiche gehen. Okay, er hat uns den Safe-Schlüssel gegeben. Solltet ihr wieder bei klarem Verstand sein und erkennen, dass ihr von meinen magischen Talenten profitieren könnt, genau wie ich der einzige Grund, mit diesen Schwachköpfen zu reisen, findet ihr mich in der Kupferkrone. Okay, jetzt mal eine Frage an die das Spiel bzw. Edwin kennen. Hat er noch eine Quest? Oder ist das, was wir hier tun, seine Quest? Weil, wenn das hier bereits seine Quest ist, dann brauchen wir den niemals zu rekrutieren, wenn wir mal einen Platz frei hätten. Das wäre ganz gut zu wissen. Gut. Jetzt mal Hand hoch, Kinder. Wer möchte als erster sterben? Tja, das werden wir gleich erfahren. Also, wir haben jetzt als Neuestes... Edwin weiß, dass ich Mavers Gilde nur beigetreten bin, um Mavers den Verrat zu überführen. Er hat mir einen Schlüssel gegeben, der zu einem Safe in Mavers Raum im ersten Stock passt. Dort sind vermutlich die Beweise versteckt, die Renal benötigt. Edwin ist in der Schenke zur Kupferkrone gegangen. Okay. Wir kommen der Sache näher. Es ist eine sehr schöne Quest eigentlich, wenn sie nicht so düster wäre. Aber die Düsternis hat nun ein Ende. Ich hoffe, das bringt was. Ist das jetzt hier der erste Stock oder muss ich noch eins runter? Aber hier ist ja eh keine Tür. Okay, hier ist keine Tür, das nicht so genau nehmen, ne? Ihr wisst, wie ich es meine.
Wartet mal. Habe ich hier wirklich alles geöffnet? Vielleicht ist hier... Ist hier so ein... Weil es ist ja ein Safe. Und das ist zum Beispiel auch... Habe ich hier alles? Rasten, ich muss mal testen. Freund. Ich habe keine Lust, später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten... Ja, das habe ich alles aufbekommen. Hier ist nichts verschlossen. Okay. Ja, es ist ja auch ein geheimes Zimmer eigentlich, ne? Aber es hat mich halt nur verwirrt, weil das Safe stand... Sind wir im Grundgeschoss? Ist schon geschehen. Aber hier war doch keine Tür. Die einzige Tür, die ich nicht aufbekam, ist im zweiten Stock. Ich guck mir die jetzt nochmal an. Vielleicht führt das ja gleich runter oder so. Ich bin dabei. Oder die Tür ist draußen. Oh Mann, jetzt geht das Labyrinth wieder los, ne? Die Quest wäre nur halb so lang, wenn ich mich nicht immer verirren würde. Naja, mal abwarten. Die hier. Ich bin bereit. Die war magisch verschlossen. Beziehungsweise man braucht den richtigen Schlüssel. Und sie ist immer noch verschlossen. Ihr könntet mich mal putzen. Ich mag's gerne etwas glänzen. Metallschlüssel von hochwertiger Fertigung. Seine Form nach zu urteilen, kann man das Schloss, in dem es gehört, unmöglich knacken. Ja, und was ist da mit der Tür? Seltsam. Oder ist es unten im Keller? Na, das ist aber, das nennt man ja eigentlich nicht erster Stock, ne? Draußen, war draußen noch eine Tür? Nicht, dass das jetzt, okay, hier ist, warte mal, aber die Türen sehen wir wenigstens. Die ist offen, die ist offen. Die ist, ah, gut, das ist ja ein anderes Haus, das kann es ja nicht sein. Hier sind aber alle Türen offen, das kann es ja auch nicht dann sein, Leute. Kommen wir hier durch. Das ist ein verwirrendes, schlimmes Haus. Wo rennt's? Hallo. Na klar, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Und Hexat fehlt wieder. Oh. Was ist denn los mit dir heute, Hexat? Wie wär's langsam mal, dass deine Tusnel da vorbeikommt? Ich will dich nicht mehr hier drin haben. Gute Idee, das mir zu übertragen. Mann, jetzt suche ich eine Tür, die... Okay, wir waren noch nicht ganz unten. Mal schauen. Da kann ich mich auch nicht an die Tür erinnern. Das ist doch alles Blödsinn hier. Mal drücken. Ist hier eine Tür? Nö. Türen würde ich sehen. Ich habe keine Lust, später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten die höchste Konzentration erfordern. War hier noch eine Tür? Aber das ist doch der Keller. Und da stehen die. Und das sind doch nur Zellen. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt nochmal speichern. So, jetzt gucke ich mal hier halt rein. Oh Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Da stehen sie bereit, ja. Meuchelmörder, nee. Das ist hier nicht. Ich hasse dieses Haus. Das macht mich wahnsinnig. Jetzt muss ich eine bekackte Tür suchen, die angeblich hier sein soll. Hier ist keine verschlossene Tür. Oh Mann. Was ist denn da los? Der zu einem Safe. Moment, der Schlüssel. Der zu einem Safe in Marvas Raum. Okay, Moment. Wir suchen nur den Safe. Wir suchen keinen neuen Raum, wir suchen wirklich nur einen Safe. Also wir kennen. Wir latschen in dem Raum schon rum. Wir müssen nur den Safe finden. Ich kümmere mich drum. Aber das sind Regale. Dann ist es vielleicht doch bei diesen vielen Türen. Dass da eins nicht aufging, aber das habe ich vergessen, weil ich das vor 20 Parts oder so gemacht habe. Oder habe ich hier vielleicht was nicht geöffnet? Aber da steht ja einer. Da kann ich ja nicht... Obwohl, ich gehöre ja hier... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die mich dabei beobachten. Was ist mit dem Zimmer hier? Das hier vielleicht. Ich mach mal die Tür hinter mir zu. Kann ich nicht. Okay, egal. Dann hier vielleicht... Tatsache. Das ging anscheinend früher noch nicht auf. Ich hab's. Mavas Brief. Ein Brief von Mava an die Nachtmesser, in dem diese Meuchelmörder den Auftrag erhalten, Renal Blutskalb zu töten. Das ist genau die Art von Beweis, den Renal benötigt. Yes. So, und dann noch diese Schuhe.
Angucken. Oh. Dann gucken wir uns die... Obwohl, ich hatte doch noch einen... Ja. Es muss nicht warten. Leises Flüstern. Stiefel der List, leises Flüstern. In früheren Zeiten war ein König namens Rigard für seine ausgezeichneten Spione bekannt. Diese beherrschten ihr Handwerk so gut, dass ihnen auch nicht der kleinste Winkel verborgen blieb und der König über Pläne ganzer Burgen und Städte verfügte. Nach Verrat aus der eigenen Reihen wurden den Spionen ihre Werkzeuge abgenommen und in alle Winde verstreut, damit keine solche Gruppe mehr gebildet werden konnte. Leise bewegen 20% und Schatten verstecken 15%. Ist eigentlich sehr cool. Nicht das, was ich nutze als Dieb. Aber vielleicht besser wie gar keine Schuhe. Jo, okay. Okay, na, jetzt haben wir auch mal Schuhe an. Cool. Okay, Leute, wir haben's. Wir können jetzt gehen, bevor die uns auf die Schliche kommen. Ja? Ich will nie wieder in dieses Haus gehen. Ich hau ab. Ich bin dabei. Aber wahrscheinlich muss ich nochmal in den Haus, weil wenn der Verrat bestätigt ist, dann müssen wir den vielleicht töten. Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss bald rasten, mein Freund. Ich habe keine Lust, später müde zu sein. Boah, nix hier raus. Die höchste Konzentration erfordern. Nix hier raus, Leute, kommt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Aber jetzt die eine Sache. Soll ich die Quest überhaupt schon abschließen? Weil das ist ja eigentlich die Quest, die Kapitel 2 beendet, ne? Also nicht unbedingt beendet, aber das wäre halt der andere Weg. Anstatt zu Galen zu gehen, der ja diese Kohle... Ach nee, Moment, jetzt verwechsel ich was. Nee, eigentlich geht's mit Galen weiter. Und Galen bringt mich zu den Schattendieben. Genau, so rum war's doch. Das heißt, diese Quest wird nichts triggern. Es sei denn, ich habe dann Galen übersprungen und muss das Geld nicht bezahlen. Das könnte natürlich auch sein. Hab ein bisschen Schiss, jetzt das Kapitel zu beenden. Wenn das passiert, müssen wir laden. Aber wir probieren es jetzt mal abzugeben. Gut, das heißt, wir gehen jetzt zu den Schattendieben. Das ist ein noch größeres Haus, wo ich mich jetzt tausendmal verirren werde, weil ich schon tausend Jahre nicht mehr drin war. Los geht's. Hoffentlich finde ich gleich die richtige Person. So ruhig hier. Ah, ich dachte schon, kein Sound. Na gut, Leute. Das war eine lange Quest. Es hat uns jetzt den ganzen Part gedauert. Hoffentlich zahlt sie sich aus. Einmal mussten wir sogar Blut vergießen. Da habe ich mich ein bisschen schmutzig gefühlt, auch wenn es nur ein verhüllter Magier war. Aber trotzdem. So, wo ist die Person, die ich brauche? Oh Gott. Schattendieb, Schattendieb. Ich bin bereit. Jetzt geht die große Suche los. Schattendieb. Ja, müssen wir mal gucken. Wen haben wir hier? Schattendieb, Meuchelmörder, Schattendieb. Da hinten noch jemand. Wartet mal, habe ich dieses Fitzel früher schon entdeckt? Anscheinend ja. Das habe ich wahrscheinlich freiwillig drin gelassen. Oh, da ist er. Oh, cool, da seid ihr schon alle. Seht ihr? Daran merkt man, dass das eine gute Gilde ist. Man findet sofort die Person, die man finden will. So. Okay, mein Freund. Ja, ich bin noch hier. Ah, John. Ich habe die Beute von einem kleinen Unterfangen gezählt, das wir erst vor kurzem zu Ende gebracht haben und dabei an euch gedacht. Ich habe dabei lächeln müssen, so war mir Mars Kälfe. Ihr werdet doch mit euren Worten dieses Lächeln nicht zum Verschwinden bringen. Habt ihr mir vielleicht Neuigkeiten gebracht? Habt ihr mir Beweise über Marfas finstere Machenschaften gebracht? Erzählt, John. Die Schriftstücke enthalten die Beweise, die ihr benötigt. Es scheint so, als ob sich Maver mit den Nachtmessern zusammentun wollte. Ist dem so? Das kommt recht unerwartet. Glücklicherweise reicht das völlig aus, um Mavars Schicksal zu besiegeln. Ich danke euch für diesen Beweis, John McCloud. Gerne geschehen. Nur der letzte Teil unseres Handels muss noch ausgeführt werden. Geht und beseitigt mit meiner Billigung Meba. Tut das und ihr habt euren Auftrag endgültig erfüllt. Ah, ich wusste es, dass er mich nochmal in das Haus des Grauens schickt. Und dass ich das natürlich machen muss. Hätte ich das nicht gleich machen können. Naja, jetzt, er hat halt seinen Beweis gebraucht. Aber wir machen es halt. Mein Gott, er ist ein mieser Schuft. Müssen wir ja zugeben. Na gut, dann werde ich diesen Abschaum für euch eliminieren und dann zurückkehren. Das nenne ich Sportsgeist.
Ja, das wird aber bestimmt nicht einfach. Sagt mir, was zu tun ist. Das wird nicht einfach. Ich glaube, davor sollten wir pennen. Denn wir sind ja ziemlich ausgelaugt, ne? Ich glaube, die haben sich jetzt eine Mütze Schlaf langsam verdient. Ich habe wirklich viele Zauber und so benutzt. Ich hoffe, das bringt was. Und ihr habt ja gesehen, was um den Kerl herum stand an Meuchelmördern und was weiß ich nicht allem. Weil wir Pech haben sogar Magier. Deswegen wird jetzt erstmal gepennt. Ab in den Seeschatz. Und dann der große Boss hier. Nach all den Quests werden wir ihn nun... Ja, wie werden wir ihn angreifen? Soll ich erst noch mit ihm reden? Aber eigentlich, ne, ein Initiativangriff wäre eigentlich cooler. Ich muss bald rasten, mein Freund. Ich habe keine ja, wir rasten Zeit, jetzt. Sein, wenn meine Fähigkeiten die höchste wir rasten haben. Jetzt. Du hast es geschafft, Yoshimo. Und siehe da, du lebst noch. Also hör auf zu meckern. So, hallo. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Ja, erstmal was trinke. Seeschatz, herzlich willkommen. Erstmal was trinke, mein Freund. Gib mir mal so ein Arabella trockene Traube. Oh, geil. Wir haben morgen eine große Schlacht vor uns. Jetzt gibt's noch einen Wein obendrauf hier. Keine Gerüchte, egal wie viel ich trinke. Mehr wie zwei Dinger will ich eigentlich nicht. Okay. Wie ein König, bitte. So. Gut, wir haben noch ein paar Minuten. Das wird für den Kampf nicht mehr reichen, aber wir können schon mal anteasern. Wir machen es mal mit der Gesprächsvariante. Vielleicht wissen die auch schon, dass wir Verräter sind, weil er merkt, dass die Dokumente verschwunden sind. Mal abwarten. Wir machen es mit der Gesprächsvariante. Ja, hier rein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und falls mir die nicht gefällt, können wir im nächsten Part ja ihn gleich angreifen, ohne zu reden. Mal schauen. Gleich hier nochmal safen, bitte. Oh, die sind schon pissy. Die wissen Bescheid. Sogar der Gorge ist gegen uns. Alles klar, jetzt können wir das ganze Nest müssen wir ausräuchern. Alles klar. Aber er tut uns nichts. Er ist halt nur pissy, ne? Komm, der Rede wert. Das finde ich aber nicht fair, ne? Dass die hier gleich gegen mich sind. Ich werde ihm jetzt nichts tun, wenn er mir nichts tut. Das finde ich nicht nett. Es könnte ja auch jemand anders sein können. Fragt euch doch mal, wo Edwin ist. Hm? Ich habe euch gar nichts gemacht vielleicht. Habt ihr Beweise gegen meinen Verrat? Kommt der? Ich würde gerne da vorne kämpfen. Der kommt natürlich nicht. Mal gucken, die können wir vielleicht auch so umkloppen. Die beiden. Oder die drei. Mhm. Shit, die hätten wir auch nicht... Moment, die machen ja gar nichts. Doch, die machen. Okay, dann greife ich euch an. Oh, shit. Müsst ihr unbedingt links laufen? Seid ihr so blöd, ja? Das ist doch ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich so stark zu sein. Die sind ja harmlos. Tja, ihr Schattendiebe, ihr habt keine Magier, ne? Das ist ja lachhaft. Ihr könnt ja gar nichts. Ihr habt es nicht verdient zu überleben. So. Jetzt können wir den Gorge auch noch töten, oder? Ich meine, er gibt wahrscheinlich auch einfach... Ach, ich weiß nicht, soll ich... Er ist halt pissy, aber... Muss ich das komplette Ding ausräuchern? Oder reicht es, wenn ich... Es reicht, wenn ich ihn töte, ne? Ich muss nicht alle töten. Renard ist der Brief, den ich ihm gebracht habe, genügend Beweis. Er hat mich damit beauftragt, das Leben des Gildenmeisters zu beenden. Nachdem die Schmutzige Tat getan ist, kann ich zurückkommen und meine Belohnung... Okay, also ich muss nur ihn töten. Okay, dann lass mal ihn leben. Ich glaube, ihr mögt das auch nicht so, wenn ich die Unschuldige angreife. Das heißt unschuldig. Er arbeitet halt auf der falschen Seite, ne? Das kann man jetzt verurteilen oder nicht. Je nachdem. Aber wenn er mich nicht angreift, ist okay, dann lasse ich ihn. So. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir den Rest dann das nächste Mal. Ich schicke das noch schnell rüber. Können wir ein bisschen Inventar aufräumen. Und dann geht es hier bald weiter. Kurzschwert plus 2 wird dann verkauft. Gewitterbolzen braucht keiner.
Okay, Tränke lasse ich erstmal hier. Ringe zum Schmuck. Tränke bei ihr stacken. Die anderen tue ich weg. Schmuck. Gerade noch ein bisschen aufräumen hier zum Schluss. So, den ganzen Krams. Darüber. Ja, aber war doch eine erfolgreiche Quest. Werden wir dann wahrscheinlich relativ früh im nächsten Part abschließen. Dann können wir uns das Hafenviertel noch weiter anschauen. Denn wir haben da noch einige Quests vor uns. Das freut mich sehr. Kannst deinen Umhang ausziehen für den Kampf, damit ich das nicht vergesse. So, alles clean jetzt, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir startbereit. Heilen müssen wir uns nicht. Das passt alles. Dann, ja, bis zum nächsten Mal, werte Freunde, wenn es hier spannend weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Bis dann, ne?